meine Küche. Willkommen in meine Küche. Heute mache ich leckere Nürnberger Lebkuchen. Dieses Rezept, ich habe viele Rezepte gesucht, ich wollte das machen. Und dann habe ich von Evas Backparty gefunden, die mir am besten gefallen hat. Und da habe ich jetzt, die Zutaten sind für 30 bis 40 Stück, je nachdem wie ihr groß da haben möchtet oder macht. Ich habe hier Oblaten. Die werden auf die Oblaten gemacht, sind mit 7 cm Durchmesser. Und da habe ich 7 Eiweiß, da gebe ich noch eine Prise Salz, da ist Salz drin. Da habe ich 200 Gramm Zucker, da habe ich hier 50 Gramm Orange, Orangeat und Zitronat. Orangeat, Zitronat. 2 Teelöffel Lebkuchengewürz. 75 Gramm Mehl, ganz normale Mehl. 150 Gramm Haselnüsse gemahlen, 150 Gramm Mandel gemahlen, die sind ohne Haut, und hier 50 Gramm Marmelade, Aprikosenmarmelade, und sollte noch Hirschhörnsalz sein, ich habe das nicht, und hoffentlich wird das gut schmecken. Okay, naja, und die Oblaten. Und später zum Schluss Kuchenglasur, da habe ich Kakao, könnt ihr nehmen, wie ihr da mögt. Vollmilch oder Zartbitter und doch später vielleicht Puderzucker. Und jetzt so. Die Eiweiß werde ich mit Prise Salz schlagen und da kommt Hälfte von die Zucker. Die Zitronat Orangeat werde ich mir, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen mixen. Die muss ich ein bisschen zerkleinern. Wenn ihr sowas mögt, dann könnt ihr Ganze geben. Ne, oder ein bisschen hacken mit Messer. Ich werde das, glaube ich, mit dem Zerhäcksler fein mahlen, den restlichen Zutaten in eine andere Schüssel vermischen. Okay, ich fange an von die Eiweiß. So, die Mandelmischung kommt in eine andere Schüssel, brauche ich größere. Dann die Mehl, Gewürze, Hälfte von dem Zucker, die Marmelade, und stelle ich mir erstmal auf Seite. Und werde jetzt das Eiweiß mit Prise Salz schlagen. Erstmal schaumig weiß, das wird sowieso weiß. Ja, erstmal ein bisschen schlagen, bis die Eiweiß so weiß ist. Schaumig geworden, und dann langsam werde ich dazu Zucker hin, ja, rieseln lassen, oder wie man das sagt. Und dann später werde ich, wenn der Zucker schon drin ist, so lange mixen, bis das Zucker sich aufgelöst hat. So. Das Zitronat und Orangeat habe ich mir in Zerhäcksler fein gemahlen, so wie hier. Ich habe mir noch ein bisschen Stückchen gelassen, wenn ihr nicht mögt, könnt ihr noch ein bisschen länger mahlen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann gebt ihr ein bisschen eine Teelöffel Mehl dazu, dann glaube ich, wird das besser gehen, also kleinere. Das vermische ich mit den restlichen Zutaten, so dass sich die Marmelade und die Orangeat und Zitronat gut mit den restlichen Zutaten verbindet, so dass keine Klumpchen mehr drin sind. Und das kommt auf zweimal, habe ich mir das gegeben, zum den Eiweiß. Ich dachte mir, erstmal würde ich den Eiweiß zu der Mandelmischung geben, aber dann doch habe ich mir so entschieden und finde ich das besser. Zum Verteilen, zum Mischen, ja, auf zweimal, und das vorsichtig unterheben, so dass ihr die Luft von dem Eiweiß nicht rausschlägt. So sieht die Masse aus. So. Und ja, da habe ich Oblätter. Ja, 7 cm Durchmesser. Da habe ich Backblech mit Dauerbackfolie. Könnt ihr auch Backpapier nehmen. Und mit Hilfe von 2 Teelöffel werde ich mir die Masse auf die Oblätter verteilen. Also bei mir war es so ungefähr 1,5 Teelöffel auf eine Oblate. Ja, so richtig gut verteilen. Das sind meine erste Lebkuchen, und ja, was ich da sagen dazu muss, sage ich euch gleich. Ja, der Ofen schon vorheizen auf 150 Grad, bei Eva war 140, aber ich weiß nicht, ich gebe 150, und dann wird das gebacken.
35 bis 40 Minuten. Bei mir nach 35 Minuten sehen so aus. Die Masse ist nicht zerlaufen. Die Ränder sind noch da geblieben. Sollte eigentlich die Masse so ein bisschen zerlaufen, aber bei mir war nicht der Fall. Und deswegen habe ich mir in die Schüssel gegeben, ein bisschen heißes Wasser und die Löffel ein bisschen aufgewärmt. Und werde hier jetzt das glatten. Das ist schon meine 8 letzte Stück, die mir übrig geblieben sind. Alle restlichen sind in den Ofen und schon gebacken. Deswegen die restliche werde ich mir jetzt so ein bisschen glätten mit dem Löffel, sodass die glatte Oberfläche haben. Ja, wenn ich alle so gemacht. Naja, aber nichtsdestotrotz war das lecker. Ja, so sehen die gebacken aus. Also das sind die erste Runde erstmal. Da habe ich die, was ist das? Schokoglasur. Genau, die werde ich jetzt auftragen mit weichen Pinsel, weil ich auf Pinsel auftragen auf die Lebkuchen. Die Pinsel musst ihr nur, also mit so einer Pinsel, die ihr nur für Lebensmittel benutzt, keine Bastel, keine Wänder streichen, also nur eure Pinsel zum Essen. Da habe ich jetzt Puderzucker, glaube ich, das war 3 Esslöffel Puderzucker. Da gebe ich ein bisschen Milch dazu. Die Masse soll so ein bisschen, ja, so flüssig sein. Nicht zu dickflüssig, weil wir sollen ja nur ein bisschen da, soll hauchdünne Fläche sein auf die Lebkuchen. Genau, da mache ich nochmal mit der Schokolade. Und dann gleich mache ich mit dem Puderzucker. Ja, und das muss man zum Abkühlen, zum Festwerden auf Seite stellen. So sehen die meine fertigen Plätzchen, nicht Plätzchen, Lebkuchen aus. Also die sind, die ich nicht, die, das sind die, die ich nicht gestrichen habe, nicht glatt gestrichen habe. Das sind die, die ich glatt gestrichen habe. Ja, so sehen die aus und hier mit dem Puderzucker glatt gestrichen. Was ich euch sagen muss, die Lebkuchen, die hellere mit dem Puderzucker, die schmecken intensiver, also nicht so intensiv, aber die Lebkuchengewürz schmeckt man mehr. Also die, ja, intensiver als die mit Schokolade. Mir persönlich besser haben geschmeckt die mit der Puderzuckerglasur. Nächstes Mal werde ich mehr mit der Puderzuckerglasur machen. Ja. Lagen geschlossen in Box. Paar Wochen. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!